Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Thema heute, der alte, weise Mann. Für alle Übel und das Böse in dieser Welt haben die Kulturrevolutionäre der politischen Korrektheit einen Sündenbock gefunden, eben den alten, weisen Mann. Wofür steht dieser alte, weise Mann? Einmal für Kolonialismus, das ist, wenn Sie so wollen, das Moment alt, nämlich das alte Böse der Geschichte. Dann eben für Rassismus, dafür steht das Attribut weiß. Und dann schließlich für Sexismus, der Mann als Mann. Und dieser alte weiße Mann soll eben schuld sein an der Armut der dritten Welt, an der Zerstörung der Natur und am menschengemachten Klimawandel. Wenn man diesen Sündenbock in die Wüste schicken würde, dann gäbe es wahrscheinlich keine Diskriminierung mehr, dann wäre die Welt endlich friedlich, sie wäre tolerant, sie wäre divers, sie wäre bunt und die Menschen stünden auch wieder im Einklang mit der Natur. So jedenfalls der Kern einer Erzählung, die heute von den meisten Medien und vor allen Dingen auch von den Bildungsanstalten erzählt wird. Ein, wie man heute so gerne sagt, Narrativ, das Narrativ vom alten weißen Mann. Nun, diese Erzählung hat ganz offensichtlich mit größtem Erfolg unsere Gegenwartskultur geprägt. Und so stehen wir heute, weil ja eine enorme Polemik von dieser Erzählung entfaltet wird, mitten in einem kulturellen Bürgerkrieg. Vielleicht werden Sie jetzt denken, dass dieser Begriff zu hoch gegriffen und zu scharf ist, dass er übertrieben klingt. Aber ich denke, nicht nur in den USA, sondern auch im pazifistischen Deutschland ist dieser kulturelle Bürgerkrieg längst Realität. Wenn nämlich eine Gesellschaft glaubt, und das ist vor allen Dingen in Deutschland sehr tief verankert, wenn eine Gesellschaft glaubt, dass sie keine Feinde mehr hat, dann projiziert sie diese Unterscheidung von Freund und Feind nach innen. Also sie erwartet eben keine Feinde mehr von draußen, aber ohne diese Unterscheidung von Freund und Feind können Menschen offensichtlich nicht leben. Und so finden sie diese Feinde eben im Inneren selbst. Genau das macht eben einen Bürgerkrieg aus. Er ist heute nicht blutig, hoffentlich bleibt das dabei, aber er ist auf jeden Fall in aller Schärfe und Polemik kulturell geführt. Das Interessante an dieser Sache ist, finde ich, aber die Frage, wogegen sich diese Hetzjagd auf den Sündenbock alter weißer Mann eigentlich richtet. Und ich glaube, man kann sich das sehr gut klar machen, wenn man die drei Attribute getrennt voneinander einmal betrachtet, also alt, weiß und eben männlich. Wofür steht alt? Ich denke vor allen Dingen für Erfahrung und Tradition und auch gesunden Menschenverstand. Etwas, was man nur durch längere Lebenserfahrung, also durch Alter, gewinnen kann. Weiß auf der anderen Seite steht für die abendländische, die westliche Rationalität, ihre Technik und ihre Wissenschaft, die großartige technische Naturbeherrschung, die der westlichen Welt in den letzten Jahrhunderten gelungen ist. Ja, und männlich schließlich. Ich denke, männlich steht für Mut, für Risiko und auch für durchaus aggressive Selbstbehauptung. Und genau dagegen wendet sich eben diese Hetzjagd auf den alten weißen Mann. All dem haben eben die Kulturrevolutionäre der politischen Korrektheit den Krieg erklärt. Und ich glaube, wir stehen erst am Anfang dieses kulturellen Bürgerkriegs. So viel für heute. Ich würde mich sehr freuen, Sie nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen.